Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Hallo. Hallo. Dieses Werk, blablabla, ja klar. Hallo? Da. Achtung vor dem Spielen, durchlesen und sofort weggeklickt. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit, bevor die Welt untergeht. 15 Jahre nach dem Untergang. Verdammt! Scheiße, aber doch nicht mehr so viel Zeit. Moment, das wäre ja letztes Jahr gewesen. Covid? Covid, der Haram-Virus? Oh Mann, wie habe ich den ersten Teil geliebt? Die wollten eigentlich im Vorfeld nochmal durchspielen, aber aufgrund der aktuellen Situation, ja, Waffe verloren, super. Hat das leider nicht so geklappt. Aber schön ist es da. Du hast immer noch drauf. Na, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Das stimmt auch. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger ein ist ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Der Weg des Pilgers. Wir müssen da lang. Hui. Hä? Hui. Ich liebe Jump'n'Run. Scheiße, Mann. Du bist immer noch ganz schön stark. Ja. Weiß. Hätten, dass wir da nicht rüberkommen und er uns festhält? Okay, wir kommen gar nicht rüber. Ah, siehste. Wette gewonnen. Danke.
Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange? Alter, bist du alt geworden. Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Bewerte ich nicht, keine Angst. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Camilla. Achso, ich wollte gerade fragen, wie sieht denn Camilla aus? Wir kennen uns schon so lange, aber du machst mich immer noch sauer, wenn du deinen Arsch nicht in Bewegung setzt. So sieht Camilla aus. Ja, natürlich sieht so Camilla aus. Das müsste reichen. Nicht für mich. Ich bin Lootkönig, McLootkönig. Ich nehme natürlich alles mit. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Stell sie heil. Okay. Sie haben ihren ersten Entwurf erhalten. Es handelt sich dabei um eine Zutatenliste, die ihnen erlaubt, Objekte, indem sie verschiedene fertigen. Okay. Cool. Ich hab gerade Steam auf und da hat Ankh gerade, also ein Freund von mir, den müssen wir mal kurz bei Steam schreiben. Liebt nämlich auch. Mal kurz, Was ist euer scheiß Problem? Mich gibt's eigentlich auch nur nachts. Ich darf bei Sonnenschein ja auch nicht rausgehen, aber dieses scheint ja aktuell keine Sonne. Nämlich durch die Blumen. Ich will nur ein paar Blumen sammeln. Er reagiert da gar nicht drauf. Das fand ich gerade nur so lustig, weil der Tiefer da gerade aufgeplumpt ist. Er reagiert gerade, gut, machen wir weiter hier. Komm schon, wir sind fast da. Energie voran. Dafür nur dir hinterher. Ich bin nur dafür da, um dir zu folgen. Nee, ich sehe das hier gerade bei Steam auf ist und da ploppte gerade das Achievement von ihm auf. Das ist total random. 10.994 Meter fallen. Das ist es. Komm schon. Das ist total. Zu fett. Wollte schon sagen. Soll man das nicht wieder zumachen? Sieht sehr vertrauenswürdig aus, muss ich sagen. Da hatte mal jemand eine nette Hütte.
Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Hinter Tür. Suchen Sie das Haus. Der Auto ist auch dazu. Würde mich auf jeden Fall besser fühlen. Wenn ich eine Waffe hätte. Warum? Synchronisation? Tschüss, Spike. War schön, dich kennengelernt haben. Nichts. Aber warum komme ich dann? Jetzt geht's. Na, hier ist nichts. Ah, ist was lila anders. Leer. Was ist drauf? The Last Thing Party. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Dann steht auch die letzte. Deswegen steht da auch letzte. Wie der Wein damals geschmeckt hat. Rötlich. Der Flasche zu folgen. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Das sollte damals wohl Kunst sein. Ist es eigentlich immer noch? Ja. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie gleich eine Waffe. Kräften. Enden ist noch was. Nada. Null. Ach, Versteck. Warum ist da ein Versteck? Warum wird mir das so angezeigt? Was passiert, wenn ich die Tür öffne? Nix. Nächste Bar. Mit Zombies. Sorry, Dave. Goodbye. Hab's umgebracht, oder was? Das zerreißt mir das Herz. Mir nicht. Nicht wirklich.
Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Ah, auf einmal kann er wieder sprechen. Okay. Sein Fuß hin. Immerhin hatten sie einander. Sie hatte Klasse. Alles in der kollektive Selbstmordparty und er war der DJ? Wahrscheinlich alles Bilder von Entwicklern oder so. Ja, natürlich ein bisschen makaber. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin. Unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Okay. Oh, hier unten ist nichts mehr. Das ist drin, da waren wir eben. Coole Hütte. Könnte man was draus machen. Schöne Festung. End of the World Party. Okay, und die Aussicht ist auch geil. Setz dich, Kumpel. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Ich bezweifle, dass es noch gut ist. Kein Aroma mehr. Wollte ich sagen. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das. Oh, ich muss den ersten Teil nochmal spielen. Ja, kennst du nicht. Habt ihr diesen Typen gefunden? Keine Ahnung, wie er meint. Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Was? Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren.
Er hört den Funk auf 140,200 Megahertz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Ja. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne. Natürlich wollte er das. Riesiger. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir. Irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Na, darauf trinke ich. Ey! Das ist euer Haus. Benehmt euch. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz, frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Okay. Schäbiger Schlagstock. Aber so kann ich, okay. Mit KH kann ich mich heilen. Hey! Geht da? Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Ja, ist eigentlich schön hier. Ne. Sonnenuntergang da. Kleiner Bootsanleger. Zombies, die rumbrüllen. Hoffentlich keine Wasserzombies. Alter! Muss das jetzt sein? Oh, Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Thank you.
Tut mir leid, dich beim Essen zu stören, aber... Oi. Noch mehr? Okay. Ah, hier. Klempnerhammer. Wie kann man denn Waffen verraten? 18 Schaden. Da hoch müssen wir. Irgendwie. Natürlich, da springt er nicht hoch. Das sieht ja alles sehr ungesund aus. Weiß nicht, ob ich da durch will. Hier hängen. Okay, Musik wird cool. Gefahrenzone. Ist vorbei. Knapp vorbei. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Jump'n'Run-Spiele hasse? Willst du mich verarschen, Alte? Lucky? Auf jeden Fall müssen wir Ausdauer als erstes skillen. Das ist so... Somit das Wichtige, wurde mir gesagt.
I'm not sure about this. Wir müssen ja da hoch. Okay, ich hätte doch jetzt gewesen sein. Ja klar, rein in die dunkle Höhle. Wo bestimmt keine Zombies auf uns warten. Nee, haben tatsächlich keiner auf uns gewartet. Oh. Da ist einer. Außer. Hallo. Bringen Sie eh. Oh. Wir haben ihn amtlich aus dem Leben getreten. Nein! Ich wollte mich da nur umschauen. Ich wollte nicht zur Seite laufen. Oh, ich wollte nur die Aussicht genießen. Bringen Sie eine. Parkour! Plus 1 Parkour. Sie haben Rang ihrer Parkourfähigkeit und in der ersten Parkourfertigkeit zu. Sie können die jetzt benutzen, um ihre ersten. Okay. Hochsprung, ein bisschen höhere Sprünge zu erreichen, wenn sie beim Springen gedrückt halten. Wir haben ja eh keine andere Möglichkeit, aber. Na, fast fertig. Oh, funktioniert wirklich. Funktioniert. Bin begeistert. Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Total leise. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Ja gut, ich wollte mich ja nochmal umschauen. Bewegt. Vor kurzem. Der wurde verschoben. Gut, probieren wir's. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Ist der Generator? Da ist der Generator. Aber ich wollte doch gerade ein sicheres Versteck und jetzt soll ich wieder raus? Da sind noch Zombies drin. Was zum? Nee, da sind, ist ein Zombie drin. Hier sind zwei, das kriegen wir doch hin. Hier drei. Was zum Teufel ist das? Okay, das ist ein fliegender. Was ist das? Warum macht er sowas? Kampfgrundlage. Einige nutzen Kraftgriffe, die massiv Schäden von Beinwerfen. Okay. Ah.
Muss er. Haha. Muss er. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Hey, ich bin ausgewichen, du Bast. Wo ist er? Oh, da ist er. Nee, ist er nicht. Keine Ausdauer mehr. Und den kriege ich noch hin. Na, mir ist noch einer. Alter! Unbedingt bessere Waffen. Hat eine Seife dabei, das ist ja gut. Gewetztes Hackmesser. Ja, aber die macht tatsächlich mehr Schaden. Ich hab das auf der 4? Das. Ah, das sieht cool aus. Zum Baseballschläger. Okay. Gern. Wird dann nicht alle Zombies in der Gegend zufälligerweise anlocken. Warum auch? Wie soll ich warten, aber ist da irgendwas zu looten? Dann warten wir mal. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit den Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen werden im UV ausgestattet, wo euch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet. So bietet jede Sicherheitszone Zugang zu den Ruheplätzen, an denen die Tage verändert werden. Okay. Frag mich, wer mal das Benzin von dem Generator nachfüllt. Mich nicht an, Mia. Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Adi! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot? Bestimmt. Du spinnst. Definitiv alle tot. Okay, doch nicht alle. Jetzt. Noch nicht. Shh. Alles wird gut. Guck mal, klatschen, Buddies. Hier. Okay. Da
Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? 12, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Fast 5. Die lassen uns bald gehen. AD, ich hab Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Klatschen-Buddies. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Ein Stichchen am Unterarm? Jeder muss einen Beitrag leisten. Dr. Watts, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Oh, ich blende mich da noch ein bisschen. Feuer! Feuer im Labor! Ja, ist ja gut jetzt. Ey, ey, ey. Aiden! Hier! Hier! Aiden! Aiden! Ach nee, Moment. Andere Storyline. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Ich glaube, das war's. Irgendwas mit 200 hinten. Hier, Aiden. Cooler Mikrofonarm. Ich habe die gleichen. Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Staubig. Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz-Pilgern? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist. Zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich würde mir ja erstmal schon mal die Frequenzen, die an der Tafel da stehen, mit aufschreiben. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Sie ist am Leben. Yay, sie ist am Leben. Yay. Wirst du nicht an den Händen weh? God is dead. Ja. 2000 Jahren oder so.
Und es war ja sein Sohn. Ich bin so spannend. Hui! Wenn es an einer Luftmatratze sein, eine Matratze hingelegt hat. Kommt da rein, oder? Boom! Jetzt kommt ein Zombie-Hai. Sharknado. Nicht wundern, ich will nicht so lang machen. Ich will jetzt nur so zwei Stündchen. Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also hast du fast die Tunnel erreicht. Da ist ein Eingang, den der GAI übrig gelassen hat, als er die Tunnel abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Ich will einfach nochmal... Los! Mach schnell! Ja, warte mal. Mal looten. Komm ich gar nicht rein. Dann mach ich mal schnell. Also ich will es jetzt nochmal anspielen, zwei Stündchen. Und dann muss ich leider noch ein paar Sachen erledigen und dann kommen wir nachher mit Lost Ark wieder online. Ja, moin Jungs. Hoffe geht euch gut. Ganz schlechtes Gefühl bei der Sache hier. Der slidet nicht, was ist denn da los? Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Bin gleich da. Jo, bis nachher. Lass dir schmecken. Hey, ist da jemand? Stimmt. Zombies? Scheiße, das sieht nicht gut aus. Würde ich auch sagen, bei so vielen Leichen. Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, da ist irgendwas Großes drin. Danke dir! Ein bisschen früher wäre geiler gewesen.
Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist Mia? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark! Leichter gesagt und so. Hier bist du. Wir haben dich gesucht. Und was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwör's. Wirklich, ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab ihn vernichtet. Ich hab's allein gemacht. Oh, der Boss kriegt den schon. Zum Reden. Oh, wo ist der? Mann, halt dich doch mal um fest, du Idiot. Komm ich jetzt wieder raus hier? Ich hasse Jump'n'Run. Muss natürlich auf die Stamina achten. Wieso ist ja nichts in den Schränken? Oh. Sollte ich nach unten? Oh, warum ist auf einmal so viel drin? Geil. Nee, das war falsch. Okay. Manchmal bin ich echt ein bisschen dumm. Wie kann man denn die Taschenlampe anmachen? Ei? Nein. Nee. Aber wie kann ich denn... super. Vorwärts, also Bewegung, Aktion. Beten, nachladen. Gleitschirm. Taschenlampe mit T. Macht das Sinn?
Hier die Taschenlampe. Ja, von da komme ich ja. Verwirrt ich bin mal wieder. Wie viel es da zu looten gibt. Schlaganfall. Loot-Schlaganfall. Du solltest doch taub sein. Entschuldigung, dass ich dich enttäusche. Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du... Du siehst nicht so gesund aus, Junge. So, perfekter. Halten Sie gedrückt, um zu blocken. Blocken Sie im letzten Moment um einen perfekten Block. Okay. Komm noch ein. Geschichte. Oh, ich habe hier deine Maske runtergeschlagen. Na komm her. Ich bin fertig mit dir. Also labern könnt ihr aber auch nichts, gell? Wieso kann ich eure Waffen nicht? So, sie haben den Rang ihrer Kampffähigkeit erhöht in der ersten Ferie. Ja, ja, klar. Keine Zeit für sowas. Doch. Zerbrochene Axt. Ach, das, die behalten die. Ne, zerbrochene Schaufel, so. Warum droppen denn denen ihre... So, komm hoch. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Danke. Was ist das? Ein GRI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Okay. Beschütze es. Irgendwas mit Fischauge. Wenn Walz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Walz? Ist Walz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige! Lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Zum Henker! Unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. So, komm her. Schlachtet ihn ab! Kommt her. Verwenden Sie einen Sprung, um in Kampflinien mal zu... Laufen Sie im Hintergrund an... Was? Oh, jetzt muss ich dreimal...
Komm her. Ja, super. Wie soll ich das hinkriegen? Bück dich, wie soll ich das hinkriegen? Hier. Ja, der springt doch viel zu weit. Komm nochmal. Ich bin am Eis noch. Er springt doch viel zu weit. Da kann ich doch den Sprungantritt gar nicht aus, ey. Kann das auch. Ihr seht das, es springt viel zu weit. Jetzt hast du es geschafft. Ich hatte mehr erwartet. Ich auch. Du hast es geholt. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt? Mein anderer Arm ist wahrscheinlich auch irgendwo. Wo ist er denn? Okay, ich hab mehr Zeit in der Luft. Komm her. Muss, okay. Kann das schon lang. Mechanik, die mir gar nicht zusagt. Ich trinke dein Blut. Ich hab jetzt alle. Ah, falsche Taste gedrückt. Ja, aber der springt. Ich drücke ja dann immer. War nicht so schlau, sich mit uns anzulegen. So. Laufen Sie damit, halten Sie gedrückt. Deswegen der. Dass meine ganzen Waffen kaputt gehen. Willst du kämpfen oder tanzen? Ich hab keine Ahnung. So, so W plus. Und dann nach unten und dann. Richtung anderen, ne, Richtung anderen. Oder Richtung den anderen springen. Ah, Richtung dem anderen. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut. Jetzt habe ich es verstanden. Oh. Ach ja, ich spiele die Uncut-Version. Habt ihr
Jetzt bist du dran. Ja! Ja! Ah! Oh. Oh. Doch. Hast du dich schon eingeschissen? Ach doch, das kann ganz cool werden. Wenn man es richtig beherrscht. Wer? Dann zeig doch mal, was du kannst. Es kann richtig cool werden, wenn man das richtig macht. Wo fällt das? Okay. Will ich laufen? Ja, komm her. Los, komm weg hier. Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Waltz. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße. Geh zum Lüftungsschacht. Schnell. Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Waltz darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan. Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Der klingt nicht so gesund. Hallo, Koppels. Lass ihn los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin. Das ist das Ende. Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole. Gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. Im Lüftungsschacht. Halt ihn. Cool, dass immer Schränke stehen. Meine die Suppe, muss schon lang. Cool, dass da immer Schränke stehen. Wieso? Hallo?
über eine Kante. Der Kante hängen geblieben. Verdammt! Das tut weh! Ganz tief drin. Was ist das? Wir mutieren, würde ich mal sagen. Wie können denn nur 70% der Spieler diese Errungenschaft erreichen? Was ist mit den restlichen 30%? Haben die an der Stelle dann aufgehört, oder? Wie gerade mal eine Stunde. Leckt ja mal gar nicht. Wenn die mir meinen ganzen Loot jetzt geklaut haben, dann werd ich sauer. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Hakon, er verwandelt sich gleich! Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Was du? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Hat er das gesagt? Kennen wir ihn? Was leckt? Wer zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher! Scheiße! Du Drecksack! Du beschissener Drecksack! Ja, manchmal hilft so ein Schlag mit dem Basie in die Fresse, einfach um alles mal wieder... Ja, wie können auf einmal 80% wieder dieses Achievement haben, wenn 70% das da... Verstehe ich nicht. Egal. Ich wollte da nicht so hingucken. Das regt mich auf. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, 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 wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht... Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm?
Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Okay, danke dir. Er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Das wäre schön. Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Klingt nicht so. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Okay, du siehst aus, als ob du einen Plan hast. Frag dir mal. Warum macht er die Tür damit zu? Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Könntest du mich doch ins Bett fesseln? Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Okay. Ja, Hakon schon. Hat komplett den Verstand verloren. Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Ja. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Bis heute. Hier ist jeder infiziert. Schon von Harald. Billidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Warum ist er so freundlich? Ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Das klingt ungesund. Willkommen im Paradies. Ja, danke. Rennt doch nicht einfach weg. Hier drüben. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? Da lernen die sowas? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Ja.
Hä? Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Ja, nerv mich nicht. Hast du alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste. Hä? Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Und warum springt er denn nach unten? Okay, wir nehmen einfach. Ich hätte draufgehen können? Einfach die Leiter. Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Wenn er so dann gleich mal die Bienen auch mit einpackt. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Danke. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Verdammt, ich hab schon gelootet. Kann ich nochmal looten? Ja, ich weiß, das können wir nicht. Da ist da noch was. An Orten wie diesem wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht... War eben noch nicht da. Oh. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Okay. Oh, das war wohl ein bisschen zu weit. Ruckelt so ein bisschen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Stopp. Seht ihr das? Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die PKs werden schlimmer. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Ich
Muss unbedingt zusehen, dass ich relativ schnell Ausdauer gelevelt bekomme. Ist gerade beim Klettern immens. Klettern und Kämpfen. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Spoiler! Also wartet eine Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Ja? Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden's ja sehen, stimmt's? Zombies incoming! Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Plan B, lauf um dein Leben! Ich würde die ja nachts alle an einen Ort locken. Weißt du, so mit Autos rumfahren, mit Lautsprechern. Und die dann da alle verbrennen. Das wird jede Nacht mal, bis keiner mehr da ist. Also, wenn die auf Geräusche reagieren. Eine UV-Lampe. Der Bazar. Tagsüber alles vorbereiten, Straße schön frei machen, eine schöne Falle machen. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Das einzige Schutz für Nachtende, wenn sie verfolgt werden. Sie sind in der Nähe, mach schon! Also würde ich die Straßen tagsüber freiräumen und dann würde ich nachts immer mit einem Auto, mit einem Lautsprecher rumfahren, um die alle anzulocken und dann eben... Zeigt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht? Hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Die Jagd hat begonnen. Schnell, sie haben uns gleich. Dreh dich nicht um. Lauf! Jagdstufe 1 von 4. Schneller! Ja, ich kann nicht schneller, sorry. Da kommen noch mehr von ihnen, Aiden. Ja, wenn du mir nicht runtergefallen wärst. Ja, super, geil, danke dir. Alter, deine Schuld! Ja, okay. Du Depp da runtergefallen bist, wusste ich nicht, wo ich langlaufen soll. Komm doch.
Achso, ich muss mit ihm reden. Keine Freunde hier, was? Killian! Leg sie ab! Killian! Mensch! Da steht direkt einer neben uns! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Hört sie auf! Geh wieder runter. Das soll ich dir heim. Scheiße, das sind ganz schön viele. Ja, runter. Das soll ich dir heim. Ja, wo ist es? Ja, hinter mir, deiner. Wir haben es geschafft. Wir? Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Tschüss! Tschüss! Hakon, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Hi! Ich weiß, dass du da bist! Gehst du wieder runter? Gehst du wieder runter? Gehst du wieder runter? Tschüss! Waren das alle? Die Jagd ist vorbei. Glaub schon. Anscheinend. Hilf mir. Oh, leckere Tomaten. Ich hör sie doch noch. Wo kommt der denn her? Wir sind sowas von am Arsch. Es war auch Zeit. Verdammt doch mal, Killian. Hättest ruhig noch warten können. Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? It's a me. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich hab mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Hakon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn. Wirklich. Mann, du Arsch. Mann, du Arsch. Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Hakon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Hakon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ja, ist Zone freigeschaltet. Killians Unterschlupf. Schlafen gehen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Kochen. Das Leben wäre einfacher gewesen. Kein Nightrunner, keine Harkons, keine Probleme. Aber erstmal klauen. Das ist immer das Wichtigste, wenn man irgendwo hinkommt, erstmal mal alles klauen. Aiden, Pop Aiden, Blödi, Papido. Such mich. Die Zentrale, brauchen Krankentransport, over.
Ja, sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Aber es ist doch noch dunkel. Nächtliche und Nachtshimmel ist der Stadt nur so von Infizierten, um sicher zu bleiben, nutzt. Statt vor allem die Dächer vermeiden sie auf Straßen unbedingt die Heuler. Wenn die Heuler sie sehen, werden sie die anderen warnen und die Jagd beginnen. Den Dächern und stecken sie sich. Okay. Kann ich mich nicht hinlegen? Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen. Ich weiß. Mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Was ist das? Verstecke. Ja, keiner sieht mich. Busch. Das Schloss ist kaputt. Kein Problem. Such den alten Bus. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ich frage mich, ob das so ist, dass man nachts einen besseren Loot bekommt. Einfach nur mehr XP. Ich weiß nicht mehr, wie das im ersten Teil war. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Wir müssen in die Richtung. Er sagt, ich soll einen Bus finden, der ins Krankenhaus gefahren ist. Da soll ich hin. Ach, da ist auch der Bus. Leute. Mal hier. Boah. Easy. Was willst du denn von mir? Hast ja gar nichts zu melden. Warte, ich mal Licht anmachen. Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Ah, super. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Hey! Was ist denn da? Großes Gebäude, ha? Huh? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt.
Als alles den Bach unterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Da oben. Nur noch ein kleines Stück. Wir haben alles gut. Zeit. Bleib dicht bei mir. Parkour-Weltmeister. Wie bist du eigentlich hier reingekommen? Erstmal schön im Bioabfall suchen. Kommt immer gut. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Nein. Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Hakon, ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ich hab Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. So, stellen Sie Dietriche her. Dietrich! Dietrich, komm mal her. Sollte erstmal reichen. Gute Arbeit. So, öffnen Sie den Behälter mit Dietrichen. Dietrich lassen Sie sich auf einem Schrott herstellen. Dietrich, bringen Sie den oberen Dietrich. Die oberen Dietrich-Position, also drücken Sie A, um den unteren Dietrich. In einem Schrott müssen Sie sich nicht machen. Okay. Dietrich einfach. Keine Ahnung, ob du einfach irgendwas gemacht. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Ja, hatte natürlich. Keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Oh, was zur Hölle? Ist doch hier hoch, oder? Ich habe ein Loot-Problem. Uiuiui, solche Spiele sind Katastrophe für mich. So, okay, ich hab's verstanden. Er verbraucht beim Hängen Ausdauer. Wo ist er denn hin? Wie ist er denn da hochgekommen?
habe nicht aufgepasst. Sollte vielleicht weniger looten und mehr auf meine Umwelt achten. Fuck. Sagte er und lootete schon weiter. Lootete weiter. Hilfst du mir mal? Nö. Klar. Wir haben so viel Werkzeug im Rucksack. Raus. Bleib ruhig. Daddy Bear. Ja, ich glaube, das kennen wir ja alles, oder? Alles okay? Ja. Sicher? Sprich mit mir. Dieses Krankenhaus. Dann ist gleich Krankenhaus. So einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Ich habe dir ja schon von Walls erzählt. Da war was. Ja. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Was wäre das für ein Zufall gewesen, wenn das dasselbe Krankenhaus gewesen wäre? Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Die Schlaf. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Kann die doch töten. Sie wären doch nicht die Ersten. Aber das weißt du bestimmt schon. Ja, da. Weiß ich.
Nicht aufstehen. Nachdem, der ist automatisch aufgestanden. Ist okay. Gut, es sind einige. Leicht wird es definitiv nicht. Ups, falsche Tasse. Was ist das? Chemie. Fieses Zeug. Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRI die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Anscheinend nicht so. Also, der Typ, von dem du mir erzählt hast, wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Wie kommst du jetzt auf den? Ich dachte gerade dran. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Mauern umringt, abgeschnitten von der Außenwelt. Sieht schon lustig. Villador. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Komm ich an die Kiste. Ist voller Drecksäcke. Geh doch einfach vorne weg und lass mich hier alleine. Oh. Ist doch eine Gulde im Automat! Lauf doch nicht einfach weiter. Ich hab so ein Loot-Problem. Also gut. Sei vorsichtig. Das ist instabil. Komm schon. Oh. Scheiße. Ich habe überspringen anstatt springen gedrückt. Bitte Cutscene. Enden, ich stürze ab. Womit auch die Frage gelöst wäre, wie ich an die Kiste da unten komme im Keller. Lebst du noch? Nein. Glaube ja. Kannst du hochklettern? Klar, warte kurz. Beeil dich. Uns läuft die Zeit davon. Die Frage ist nicht geklärt. Wie soll ich denn das mit... Ich schaff's nicht. Ja, wollte schon sagen, ich hab doch keine Ausdauer. Ich hab eine Idee. Erinnerst du dich an den Cocktail, den ich dir vorhin serviert hab? In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Genau. Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GAI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Da drin sollte Hemmstoff sein. Wenn du noch eine Dosis nimmst, kommst du wieder zu Kräften. Hier ist ein besonders raffiniertes Verschluss, wird auch durch eine Nähe eines Hemmstoffbehälters gezeigt, die Entfernung zu dessen Fundort an. Okay. Acht Meter. Hm?
Komm her. Wir haben Gesellschaft. Ein Schattenjäger. Beweg dich nicht. Den schaffst du nicht. Ich weiß. Hab den Dreckskerl gesehen. Okay. Im ersten Teil war also irgendwann nicht mehr das Problem, die Dinger nachts zu jagen. Er ist weggelaufen. Versuch drum rumzukommen. Da sind noch ein paar mehr. Okay, ich krieg gerade Häppchen auf die Fresse, ich muss hier mal kurz Deckung. Und mich verbinden, was ganz schön lange dauert. Alter, ich muss unbedingt, wenn ich dann soweit bin, unbedingt Ausdauer. Zwei noch. Ja, wenigstens lohnt sich das finanziell. Ich muss doch dahin, wie komme ich denn?
Die ist von der anderen Seite verschlossen. Man kann natürlich auch nicht hier einfach reingreifen und das aufmachen. Nein. Wäre ja zu einfach. Es wäre ja zu einfach. Er hat gesagt, das muss andersrum. Da kann ich nicht rein. Finden Sie eine... Finden Sie eine weiß-grüne... Da ist sie ja. Seht sie ja. Und ich höre sie ja piepen. Lüftungsschlitz oder so? Oh, da. Lauf! Aiden, Babaden, schnell! Da geht's in die Küche. Wir können das ganze Eis essen, das sie vor uns versteckt haben. Ich hab Angst, Mia. Hey, ich auch. Und ich bin jünger als du. Also sei kein Angsthase, Aiden. Was, wenn der Doktor uns sieht? Bitte nicht. Außerdem müsst ihr uns dann fangen. Komm schon, nicht kneifen! Ende der Gisse. Und irgendein bestimmt ein großer böser Zombie. Keine Angst, Hase, Edi. Danke. Nette Stimme. Hemmstoffe sind die einzige, die Max in der Gesundheit zu steigern. Es ist wichtig, dass einige Fertigkeiten nicht zugänglich werden.
Jedes Upgrade erfordert 3 Hemmstoffe. Wenn Sie sie finden, wechseln Sie zum Menü Fertigkeiten, um Wert mit einem Stufenaufstieg zu verbessern. Okay. Okay, Ausdauer. Hey Peter. Ja, schön im Bauch rein. Wow. Was ist los? Hab den Hemmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück. Ich warte noch auf dich. Tischbein. Ich habe ein Tischbein gefunden. Hallo? Nicht viel. Ja, super. Hakon! Beeil dich, ich hab die Marker gefunden. Ja, super, wie soll ich da hochkommen? Ja, ich habe immer noch nicht genug Ausdauer. Okay, so geht's. Jump'n'Run. Liebe Jump'n'Run. Mach hin, Aiden. Du warst eine Weile weg. Wie fühlst du dich? Aber ich lade das gleich bei YouTube hoch, Peter. Kannst du es dir mal in Ruhe anschauen. Das ist gut. Tut mir leid, Junge. Was tut dir leid? Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villador. Villador! Was? Du verwandelst dich gleich! Geh ins Licht, schnell! Geh ins Licht! Oh, Licht, 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 Licht. Ich dachte, man soll nicht ins Licht gehen. Yeah! Warte mal, ich kann gerade nicht. Ich muss ins Licht. Der ist infiziert, aber irgendwie... Schau dir nachher mal die Wiederholung an. Nee, aber irgendwie ist an dem geforscht worden. Deswegen verarbeitet er diese Infizierung irgendwie anders. Das wird aber in der Story alles ein bisschen... Das war knapp. Offengelegt. Mit so Rückblenden und so. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Hm? Ich wollte nie ein Pilger sterben werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Ich suche meine Schwester. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Party! Weiß ich noch nicht. Seltsam. Dafür ist noch genug Zeit, wenn ich sie gefunden habe. Wenn du sie gefunden hast. Also ich habe einen sehr spezifischen Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja schön alles einfacher Jutebeutel sein, hat er weißt da. Ein Tonnenbeutel. Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Du hast ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? Ah, verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. Sie bringt mich um. Stück für Stück. Hilfst du mir? Okay. Das Meer ist sehr weit weg von hier. Wir sind beide infiziert. Und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich. Und du hilfst mir draußen zu überleben.
Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Was sagst du? Wir passen aufeinander auf. Wie klingt das? Okay, dann mal los. Großartig. Machen wir. Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was der wird sterben. Angeht, die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Die Story soll sehr, sehr gut sein. Also, soll eine sehr, sehr gute Storyline haben, Peter. Gameplay ist manchmal ein bisschen... Bis dahin? Gegenüber dem ersten Teil. Lass dich gehen. Komm schon. Ich zeig dir was. Gegenüber dem ersten Teil soll das Gameplay ein bisschen... Da sind irgendwelche Experimente mit ihm gemacht worden und deswegen ist er so ein bisschen anders empfänglich für den Biss und irgendwie so ganz, das klärt sich aber innerhalb der Story auf. Das wirst du brauchen. Sieh dich in der Stadt um, Old Villador. Viel Interessantes, dass du dir ansehen solltest. Ein Glas. Dämpfer kennst du wichtig, ist der Freiwerk und dann drücke B, um es zu verwenden. Beobachte bitte genau, es wird. Okay. Siehst du die Kirche? Da haben uns die Heuler verfolgt. Sie ist der Mittelpunkt dieses Stadtteils. Okay, bald. Aha. Was Interessantes ist. Okay. Da findest du Tafeln mit Leuten, die in der Stadt vermisst werden. Eine zum Beispiel in der Nähe der Kirche. Vielleicht findest du dort was über deine Schwester raus. Und wenn nicht, dann genieß es halt einfach. Die Welt ist ja eh schon am Arsch, hm? Schlimmer kann's nicht werden. Oh, ich melde mich, wenn ich alles im Griff habe. Drücken Sie M, um den... Ich würde mal sagen, wir gehen mal, gucken mal, dass wir da hinkommen. Dann machen wir Pause. Wir kommen in Villador. Sie haben nur die offene Welt von Villador für ihr erstes Ziel, ist das Zentrum des überlebenden Bazar. Finden Sie Herrn Hitler einen Ruheplatz. Wenn Sie entfernt wurden, sind die Karte. Okay. Das sind wir nicht. Keine schlauen Zombies. Ja gut, der war gerade beim Essen. Würde ich das auch verstehen. Keine Beine mehr. Wir müssen irgendwie 200 Meter dahin. Das Parcours war wohl im ersten Teil... Besser. Die Neuigkeiten aus der letzten verbleibenden Stadt. Bürger. Ganz schön laut dafür, dass unter dir ein Zombie ist. Old Willidor. Jacob, der legendäre Geschichtenerzähler aus New Paris, erfreut uns in dieser Woche in Hochschuh mit einer. Ich hasse Jumbo nur an. Oh Gott, ey, ich kack mir gleich ein.
Der hat auf jeden Fall keine Zombies. Noch einer! Hat ganz wenig Bock zu. Warum kann ich dieses scheiß Rohr nicht hochklettern? Fast reicht. Warte mal eine gottverdammte Sekunde. Stick dran, du Wichser! Warte mal ganz kurz, ich hab doch eben eine neuere Waffe bekommen. Mal hier. Mal die, mal die. Ich hab was gehört. Du gehörst mir. Jetzt hab ich dich, Arsch. Komm her. Versuch das mal. Jetzt hab ich dich. Anders, hier steht's. Können wir das mal mit. Komm her. Na, komm her. Eine Kiste. Was ist noch wahr? Jetzt ist es weg. Ah, so funktioniert das. Oh. Okay, ich wollte aber ursprünglich in die Richtung. So durstig. Das sind mal die Kritik. Wollte ursprünglich zum Bazar. Und wen haben wir da? Deine Mutter. Ja, manchmal leckt das so ein bisschen. Ah, jetzt habe ich nämlich ein Armband. Jetzt müsst ihr mich reinlassen, ihr Arschköppe. Das ist ein VIP-Armband. Hey, pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin.
fünf Jahre gelernt und alles umsonst. Leicht verdientes Geld. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Nicht genug. Alberto. Wo brennst denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Ja. Mann, hattest du ein Glück. Ja, aber nicht dein Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertos Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum dritten Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Was ist ein Meisterhandwerker? Du bist nicht von hier. Nein. Oder? Meisterhandwerker entwickeln neue Technologien, Neuerungen für die Konstruktion, alle Arten von Apparaten, die im Gefecht hilfreich sein könnten. Alberto ist hier der Großmeister. Wie ich schon sagte, ich bin sein Lehrling. Die Leute spotten, er sei langsam und nicht sehr wortgewandt, aber er ist echt ein verfluchtes Genie. Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Wetten, dass wir ihm helfen sollen? Eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Unterwasserlesebrille. Dann eine einziehbare Hundeleine. Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. All meine Ideen sind wertlos. Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Basar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Na, ja, das ist ein bisschen grob. Gestresste Ziegen geben bittere Milch. Ernsthaft? Ziegen haben Stress? Wärst du nicht gestresst, wenn dir jemand Stromschläge verpasst und dir dann in den Schritt fasst? Nein. Es ist nur eine ganz geringe Spannung. Will sie höchstens kitzeln. Also wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Ich hoffe, die Unterwasserlesebrille. Da bin ich echt, da hab ich echt Bock drauf. Du wirst schon sehen. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an zwei Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe, in der Nähe des alten Umspannwerks. Gegend streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden unternehmen. Ich hab die Teile dir. Was ist eine Unterwasserlesebrille? Die hat er erfunden. Offenbar hast du endlich doch Glück. Ich habe solche Teile zufällig dabei. Machst du Witze? Das ist einfach fantastisch. Er hat die erfunden. Der Himmel muss dich geschickt haben. Egal, aber ich will sie haben. Ich weiß nicht, warum ich die Teile schon dabei habe. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Das wird so schief gehen. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Das wird so schief gehen. Hast du gefunden, dass dir gefällt? Ich hab das so ein... Wahrscheinlich sind jetzt alle Ziegen geröstet. Warte mal kurz, hier vorne ist es. Ganz schön viele Leute. Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden.
Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Lost Doc. Diese Nightrunner, erzähl mir was über die. Was gibt's da groß zu erzählen? Die sind fast alle tot. Als es sie noch gab, waren sie die einzigen, die sich nachts rausgetraut haben. Sie retteten Leute, die es nicht in einen Unterschlupf geschafft hatten. Aber von der ganzen Gruppe haben nur wenige überlebt. Frank zum Beispiel. Der war früher... Es gibt verschiedene Fraktionen. Er war mal ein super Typ. Jetzt säuft er sich in seiner Bude im Zentralring ins Koma. Schwer zu sagen, wie lange er noch durchhält. Und es gibt verschiedene Fraktionen wohl in dem Spiel. Und je mehr man einer Fraktion zuarbeitet, desto mehr verändert sich die Stadt übrigens. Das heißt, du hast ein komplett anderes Spielerlebnis und musst es eigentlich dann nochmal durchspielen, um ein anderes Spielerlebnis zu haben. Wann war das? Das ist interessant. Vor langer Zeit. Da warst du selbst noch ein Kind. Zweien bin ich mal begegnet. Zwei Mädchen, 5 oder 6 Jahre alt. Sie hatten wohl seit einem Monat nichts mehr gegessen. Wie hießen sie? Weiß ich nicht mehr. Ich schmiss ihnen ein wenig Brot hin und verzog mich, weil sie sich so schüttelten, als würden sie sich gleich verwandeln. Rote Augen, die Adern geschwollen. Keine Ahnung, was sie denen gegeben haben. Diese GRE-Psychos. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja, wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Junge, Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Villedor. Man war eingemauert mit Villedor. Der Pest. Aber dafür hatte man die Chance, die Welt zu heilen. Aber das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder? Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Und inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest? Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger oder die Dunkelheit. Hab mir übrigens Peter gestern einen Schreibtisch gekauft. Wo sind diese Kinder heute? Da können wir endlich die Lego-Teams Nach und so machen. All den Jahren. Er kommt hier hin. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring. Weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Da muss ich nichts groß umbauen. Mikrofon kann ich hier gleich nutzen. Lampen habe ich hier. Und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Facecam kann ich dann auf den Monitor packen. Und dann habe ich hier noch eine große Kamera. Warte mal. Nee. Wenn uns das Wasser ausgeht, sind wir alle am Arsch. Schon mal versucht, Kamele anzupflanzen? Gut für die Verdauung. Kamele? Mann, ich bring nicht mal Brennnessel zu. Ich glaube, alle Ziegen sind geröstet, oder? Ich verstehe nicht, was passiert ist. Ist denn viel Strom? Alles in Ordnung? Nein. Sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Die baue ich gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich habe dir gesagt, es ist Zeitverschwendung.
Das glaube ich. Das Cheddar-Set habe ich mir gekauft. Sehr, sehr. Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial. Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Habe ich mir vorhin Folge 7 angeschaut. Abendessen für vom Ende bin ich nicht so begeistert. Und für dich. Ich lame. Nehme dich als... gleich heute Morgen um 9. Und ernenne dich zum... Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Extra um 9 Wecker gestellt. Komm, aber ich war nicht so begeistert von. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher. Danke, nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Keine Sorge, Kumpel. Ja, ich spoilere dich nicht, alles gut. Wird niemals jemand dir spoilern. Zum Installieren einer Waffe, eines Waffenmods benötigst du einen Entwurf, erforderliche Fertigungsteile und eine entsprechende Waffe. Kannst du dir ja gleich angucken, wie gesagt, ich mach gleich Feierabend hier. Überprüfen Sie die Anzahl der Mod-Slots auf den Waffen, dann die besten 5x3 Slots griffen. Supi! Cool. Gut, aber wie gesagt, wir machen mal an der Stelle Feierabend. Wollte es eigentlich nochmal anspielen. Gucken, dass wir dann Freitag weiterspielen, weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Morgen werde ich wahrscheinlich gar nicht streamen können. Morgen Abend ein bisschen und nachher will ich Lost Ark weiterspielen.